Und damit herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal, ihr Lieben. Schön, dass ihr noch bei mir seid. Schön, dass ich euch wieder habe, dass ich euch wieder gesehen habe. Ja, ich war wieder der Obertrottel. Ich habe eine Folge aufgenommen. Ich wollte sie bearbeiten und habe sie aber statt zu bearbeiten, habe ich sie gelöscht. Ja, was soll ich euch sagen? Also, ich bin halt zum Händler gefahren, habe da ganz viele Sachen verkauft, habe einen Blase, nee, nicht einen Blasebalg, ein, wie heißt denn das? Zum schneller Schmelzen habe ich mir eingekauft, den habe ich auch schon zu Hause reingetan in die Schmiede, habe Sachen eingeschmolzen, habe die Hordenfalle aufgewertet, ich habe Cobblestone mit und habe einen Clownhammer gemacht, weil ich in der Nacht gerne unsere Hordenfalle auf Cobblestone aufwerten möchte. Ich zeige euch das nachher vielleicht nochmal, wenn wir das schaffen. Ich habe eine Buddelquest angenommen und habe eigentlich gesagt, dass wir uns da wiedersehen. Ja, es ist halt nicht so viel passiert. Ich habe keine Quest gemacht, auf jeden Fall in der Folge, die ich aus Versehen gelöscht habe. Und ja, ihr fragt euch jetzt sicherlich nach dem Schicksalsschlag mit meinem Opa, warum es danach wieder nichts kam. Ja, Leute, kann ich euch sagen, ihr hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich hatte Corona und Corona hat mich wirklich aus dem Leben genockt. Also mir ging es richtig, richtig dreckig. Ich hatte jeden Tag andere Symptome und ja, es war nicht witzig. Aber jetzt hoffe ich mal, dass es für dieses Jahr erstmal mit den ganzen Schicksalsschlägen reicht. Also ich habe auf jeden Fall erstmal genug davon. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe keine Lust mehr. Aber naja, gut. Jetzt ist es, wie es ist. Ich weiß, ich habe auch ein paar Leute verloren hier auf meinem Kanal. Aber ganz ehrlich, die Leute brauche ich dann halt auch einfach nicht. Weil Privates, finde ich, und Familiäres geht immer vor. Also ganz egal. Deswegen habe ich auch nicht gestreamt. Weil es, ja, erst das mit meinem Opa und jetzt halt Corona. Ja, war nicht so witzig. Aber hey, ist egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall alle, die immer noch da sind, die immer noch so fleißig meine Videos dann gucken. Da bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal im Voraus. Ja, nichtsdestotrotz, wir machen hier weiter. Kann sein, dass ich ein bisschen brauche, um hier wieder reinzukommen. Heute auch ohne Facecam. Ich habe noch nicht so Bock gehabt, tatsächlich irgendwie mich fertig zu machen. Deswegen seid mir nicht böse. Aber die Tage kommen wieder. Kommen wieder. Mit Facecam. Dann lasst uns doch mal hier ein bisschen buddeln. Und ich würde tatsächlich sagen, ich habe keine Ausdauer, ne? Wir machen das im Schnelldurchlauf. Also, bis gleich. So, ihr Lieben, hier ist die Kiste. Es tut mir auch leid, wenn ich noch ein bisschen husten muss immer. Aber so ganz gut geht es mir immer noch nicht. Wenn die Folge rauskommt, dann werde ich wahrscheinlich schon wieder arbeiten. Es ging mir wirklich bis zum letzten Ende scheiße. Aber hey, ist egal. Gar nicht darüber reden, wie schlecht es einem geht oder ging. Ui, Krümelchen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, warum ich manchmal husten muss. Was sich natürlich auch schon gebessert hat, mein Husten. Es war echt, echt schlimm. So, aber wir machen hier weiter. Wir wollen ja eine Zombie-Apokalypse bezwängen. Wo bist du? Bist du tot? Nope. Okay. Morgen im Game ist Hordennacht. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, ob unsere Falle so funktioniert. Ja, wie gesagt, verpa viel verpasst habt ihr halt nicht. Aus der letzten Folge ist nur ein bisschen ärgerlich,
dass ich mal wieder so der Oberdulli war und die Folge irgendwie gelöscht statt bearbeitet habe. Aber gut, das wird wahrscheinlich nicht das erste und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein. Wo ist denn mein kleines, süßes, schnuckeliges Fahrrad? Oh, hier, oder? Müsste doch irgendwo hier sein. Hier ist das Loch. Ist hier irgendwo abgestellt? Es wird mir halt auch einfach nicht angezeigt, ne? Oh, Fahrrad. Ach so, nee, ich bin doch hier gegen irgendein, bin ich doch gef. Hier. Das ist auch so echt ein bisschen blöd, ne? Dass das nicht angezeigt wird. Genauso wie das Minimotorrad. Ich glaube, das wird ja auch nicht angezeigt, ne? Das ist schon so lange her, dass ich 7 Days gespielt habe. Durch die ganzen. Ich hänge mich hier auch irgendwie gleich auf. Mit meinen ganzen Kabel. Kabellagen. Oh, sehr gut. Komm. Auf zum Händler. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir noch eine Quest annehmen beim Händler. Clownhammer habe ich mir halt hergestellt, weil wir kein Zuhause haben und keine Nagelpistole, damit wir die Hordenfalle gut aufgewertet bekommen. Ach so, genau, und ich hatte Skillpunkte und habe sie halt hier in Werkbänke freischalten gemacht. Da wollen wir ja weiter vorankommen. Ein Skillpunkt habe ich hier reingemacht, in schneller Schmelzen. Sonst habe ich gar nichts gemacht. Ich will halt die Werkbänke erstmal haben. Here is your reward. Antibiotika natürlich. Und dann will ich nämlich. Das kann raus. Das kannst du hier haben. Und dann möchte ich nämlich. Der Schlimmer, schlechter. Ja. Helmlichtmod haben wir schon. Und dann möchte ich nämlich auch, dass wir hier wegen Minimotorrad. Hier muss auch auf jeden Fall ein Skillpunkt rein. So weit sind wir davon ja auch gar nicht mehr entfernt, tatsächlich. Verändern. Guck mal, der ist 12 und der ist 14. Der ist ja viel besser. Muss man immer irgendwie drauf achten, ne? So, guck mal, dann kannst du das nämlich hier nochmal haben. Und du hast Reset an Tag 7, wenn Horde ist, also morgen. So, was machen wir denn jetzt hier? Machen wir, das haben wir bestimmt schon gehabt. Abholen und säubern. Ja. Gut, machen wir abholen und säubern, weil buddeln ist immer nicht ganz so cool. Ich finde Buddelquest finde ich nicht so geil. Gut. Entschuldigt, bitte. Genau, unsere. Dann habe ich hier noch eine Villa gefunden, eine kleine. Da wollte ich auch noch mal mit euch reingehen. Hier ist ja unsere Hordenfalle. Ich hoffe, dass unsere Hordenfalle auch funktioniert, wenn es in die späteren Hordennächte geht. Hoffe ich ganz, ganz doll. Genau, ich musste gestern auch noch in der Folge eine Radivin nehmen. Also in der letzten Folge eine Radivin nehmen, weil ich bin in mein eigenes Holz gelaufen. Natürlich nicht so sehr geil. In mein Holz, was verseucht ist. Ja, deswegen, ich habe mir nochmal zweimal Radivin hergestellt. Sicher ist sicher. Ich wollte mir Krafttabletten herstellen. Dafür müssen wir aber erstmal einen Bären erlegen. Dafür brauchen wir nämlich Testosteron. Um das herzustellen. Nicht in den Graben fahren. Waren wir hier schon dran? Ja, natürlich. Natürlich. Okay, hier ist eine Farm, die wir machen. Okay, hier gegenüber ist das Hotel. Motel. Waren wir hier schon? Nein.
Und sogar ein Buch, was wir noch nicht haben. Im Crack and Book war ich gestern drin und habe ganz, ganz viele tolle Bücher gefunden. Zum Beispiel Mehr Schaden an Kojoten, an Geiern und an Bären, glaube ich sogar. Kommt die denn her? Aus so einer Sau kriegt man ja sowas nicht raus. Nee, da kriegst du Fleisch raus. Sehr gut. Ich bin ein bisschen erschrocken gerade tatsächlich. Hier geht's weiter, ne? Was müssen wir überhaupt machen? Säubern und Vorräte. So, Knüppel in die Hand. Bisschen Holz kann nie schaden. Ich musste auch gestern. Warum sage ich immer gestern? In der letzten Folge musste ich auch, die ich ja aus Versehen gelöscht habe, musste ich so viel Holz holen, um das alles aufzuwerten. Das glaubt ihr mir nicht. Keiner da? Oh, da, hallo Big Mama. Schuhe? Hallo? Die Schuhe gibt's nicht? Okay. Cool, Big Mama kriegt nicht mit, dass wir schlafen. Dass wir da sind. Big Mama schläft, so rum wollte ich das sagen. Oh, was machst du denn da oben? Hat deine Mama dir nicht erzählt, dass man auf Möbelstücken, dass Möbelstücke kein Spielzeug sind? Sehr gut. Tabletten, Schmerztabletten sind sehr gut. Schmerzi-Tabletten sind immer gut. So, was gibt's hier Schönes? Gammelfleisch. Führe Beete. Okay. Cool, man kann die Tür einfach aufmachen. Auch sehr geil. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt draufgehauen habe. Kleber ist auch gut. Nein. Wir müssen nach oben. Ich glaube, dieses Gebäude, war das nicht auch mal unser Zuhause? Für kurze Zeit? Wollte ich das nicht mal als unser Zuhause haben? Ich weiß das gar nicht mehr, aber ich glaube schon. Hast du was Schönes für uns? Habe ich was zu essen? Ich habe Hunger. Joa, nur nichts Richtiges zu essen. Das wird hier mal getauscht, ne? 17. 21, das können wir wieder verkaufen. Das kann raus, das kann auch raus. Okay, irgendwo schlägt hier einer gegen. Keine Ahnung wo. Du bist aber im falschen Gebäude, ne? Du bist jetzt hier aber im falschen Gebäude. Ich heile gar nicht weiter hoch, ne? Nee. Okay, ich heile gar nicht weiter hoch. Wie so eine Tasche versteckt mit Schuhen und Gammelfleisch. Was gibt's hier hinten noch? Das ist wahrscheinlich einfach nur der Weg hier. Ne, eine Toilette. Mit Klopapier. Ja, wenn die was wollen, sollen sie hochkommen. Hier ist nichts mehr. Billardtisch ist auch mega geil, ne? Oh, ich mag Billard spielen. Billard ist cool. So, wo seid ihr? Mal eine blöde Frage, wo kommt ihr denn her? Ja. Okay. Gut. Die sind einfach da. Ach, von da oben. Okay, ich seh's. Ich seh's. Was ist denn los jetzt hier mit euch? Könnt ihr mal umkippen? Wo ist denn jetzt hier noch einer? Wo kommt Uschi denn jetzt hier? Nein, Mama, nicht runterfallen. Ich muss sie noch vorher looten. Oh, sie hat was zu essen mit. Sie hat Eier mit. Sehr gut. Guck mal, das kannst du gleich mal futtern, kleine Maus. Das kannst du hier gleich mal futtern. Sehr schön. Heilverbände. Bisschen Klamotten. Dich hatte ich schon. Du liegst ja auch wie Schluck Wasser in der Kurve.
Cobblestone müssen wir mitnehmen. Oh, Geld. Und Dietriche, das ist sehr gut. Moment, ich muss einen kurzen Schluck trinken. Ja. Minenhals ist so trocken. Hm. Was ist das hier für eine Kiste? Oh, Baustellenkiste. Gemiedeter Stahl. Jo, alles klar. Gemiedeter Stahl vor allem. Ja, geschmiedeter Stahl. Genau, und wir brauchen nicht das hier, wir brauchen das andere. Okay. Bisschen Munition. Stimmt, da können wir nochmal beim Händler gucken, wegen Munition. Weil wir brauchen ja Munition. Ja. Obwohl, ich glaube, für die Horde jetzt würde ich, glaube ich, noch gar nicht. Wo sind denn die Vorräte? Brauchen wir, glaube ich, noch gar nicht so viel. Da hinten, ah, okay. Aber hier in die Scheune können wir auch noch mal reingucken. Säubere das Gebiet haben wir ja schon. Aber hier sind doch bestimmt auch noch Zombie-Mombies, ne? Wenn hier nicht sogar noch Schweinchen sind. Jo, das ist aber ein anderes Schweinchen. Hier ist nur ein Zombie. Okay. Und hier mehr Schweinchen? Also nicht mehr Schweinchen, sondern mehrere Schweinchen? Nee, okay. Das ist eine Spinne oder eine Schreierin, man weiß es nicht. Schuhe. Die Tür können wir aufmachen, okay. So, was gibt's hier oben noch? Gar nichts eigentlich, ne? Das könnte man halt richtig, richtig gut noch wieder als Hordenfalle nehmen. Aber ja, wir haben ja jetzt eine gebaut. So ähnlich wie hier. Nur nicht ganz so. Ein bisschen anders. Aber so ähnlich halt. Oh, da oben habe ich noch was vergessen. Komme ich denn da jetzt hin? Muss ich mich hier hochframe, ja? Bisschen Vorräte. Ja, sehr schön. Okay. Meine Vorräte aus Wright River werden da hinten irgendwo sein. Da hätte ich vielleicht auch mal von Anfang an drauf gucken können, ne? Oder achten sollen. Aber hey, okay. Es ist, wie es ist. Dann lasst uns mal zum Händler fahren. Wieder. Hier ist die große Villa auf jeden Fall. Das hier, ne? Markieren wir uns mal. Grr-Villa. Grr-Villa. Villa Grr. Hasi macht auch irgendwelche Spirenzchen. Mombi Schmombi. Für den ich jetzt aber gerade keine Zeit habe. Denn wir haben Mission. Sieht so schön aus, wenn es abends wird, ne? So schön sommerlich, wie im Urlaub, wenn die Zombies nicht wären. Hoffentlich haben wir was. Also wir haben ja noch ein paar Sachen, die wir ihm verkaufen können. Und wir gucken jetzt auch mal nach. Nach Munition bei ihm hier. Dann für den Fall, dass. Was brauchen wir eigentlich für einen besseren Exitus? Für den hier müssen wir
Stumpfe Waffen. Wo haben wir denn hier stumpfe Waffen? Das hier. Ah, okay. Da müssen wir mit dem Knüppel noch ordentlich zuschlagen. Sehr gut. Habe ich den hier eigentlich schon ausgeräumt? Ja. You did it. Great job, Traveler. 39. 34. Ich nehme den Eisenbrustpanzer. Den kann ich nämlich auch anziehen jetzt. Ja, ich habe sowas. Okay, gut. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das kann verkauft werden. Das auch. Und 11 mal Geld. Oh, süß. Das warte ich noch mal. Aber das hier kann weg. Ist ein Buch, das kann auch weg. Das Buch nicht. Hier ist noch ein Büchlein. Einmal sortieren. Das behalte ich mal. Das hier kann er haben. Ein. Ja. Das kann er mal haben. Den kann er auch haben. Okay. So, da brauchen wir Muni. Haben du Muni vor uns? 7,62, aber keine Schotti-Muni, ne? Keine Schotti-Muni. Nee. Dann nehmen wir die 7,62. Sie denn? Wo ist sie denn? Da. Kann ich mir das alles leisten? Ja. Dann haben wir davon ein bisschen was. Und machen wir das hier nochmal. Nehmen wir das auf jeden Fall an. Okay, wir haben einen Fähigkeitspunkt, ne? Den werde ich jetzt aber hier in Mechaniker machen. So. Der Rest geht wieder woanders rein. In die Werkbänke. Habe ich da hinten jetzt mein Zuhause markiert, ja? Gut. Wir fahren jetzt einmal nach Hause. Dann zeige ich euch einmal die Hordenfalle. Wie sie auf Holz auf, also in Holz aufgewertet aussieht. Ist jetzt nicht so spannend, ne? Aber damit ihr wisst, was ich überhaupt gemacht habe in der letzten Folge. Nein, habe ich ja nicht in der letzten Folge gemacht, habe ich ja in der Nacht gemacht, offscreen. Ja, finde es persönlich immer so doof, wenn ihr denn dabei seid. Was heißt doof? Aber das ist immer so. Das kann ich ja nachts machen. Es sei denn, ihr wollt unbedingt dabei sein, dann werde ich das immer jetzt mit euch machen oder im Schnelldurchlauf mit euch machen. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr das am liebsten hättet. Ja. Hier ist auch die kleine Villa, die ich gefunden habe. Hier ist ein Schweinchen. Ja, alles klar, du hast 2 Kilometer Arme, ist richtig. Nee, das ist sie gar nicht. Aber es ist auch ein schickes Gebäude. Das ist auch ein schickes Gebäude. Jetzt ist natürlich, jetzt, wo ich euch das zeigen will, regnet das wieder. Das gibt's doch gar nicht. Och, Mano. Oh, Mano. Wir müssen ein Stückchen weiter. Da sehen wir sie schon. Hier sehen wir doch unsere kleine, süße, schnubbelige Hordenfalle schon. Genau, ich hoffe, dass das funktioniert, dass die hier so hochlaufen können. Tak, 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 tak. Und dann, dass das was wird. Es wird auf Cobblestone aufgewertet und dann, let's go. Gut, also jetzt müssten wir eigentlich auch Minimotorrad herstellen können. Wir gucken mal. Erstmal. Okay, ich muss irgendwie dichter ran. Erstmal alles wegräumen. So.
Dann kann das halt eingeschmolzen werden und das auch. Eisen habe ich ja nicht mehr wirklich. So, so und so. Zement kann ich mal ausschmelzen. Das ist das, das hier ist irgendwie alles Essen. Gut, ein bisschen Beton haben wir. Das hier sind, kommt mal zusammen. Eine Kleidung. Nein, Händler. Den besseren Brennofen können wir, glaube ich, noch gar nicht. Das guckt auch mal nach hier. Hier haben wir Mods. Zack und zack. Säure haben wir noch gar nicht. Das kann man hier mit rein. Okay, okay, so. Mini-Motorrad. Okay. Na, stimmt. Und einen Zementmixer habe ich mir hergestellt. Oh, habe ich ihn jetzt eingepackt? Nein. Wo ist er? Da. Ein Zementmixer habe ich mir hergestellt. Der auch einfach hier so erstmal hin kann. Damit wir uns Zement mixen können. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Betonmischung. Dafür brauche ich Steine. Joa, Steine habe ich nicht. Das kann aber irgendwie alles mal hier rein. Okay. Wir brauchen elektrische Teile. Wir brauchen Schraubenfedern. Wir brauchen elektrische Teile. Machen wir mal so. Mechanische Teile. Wir brauchen wahrscheinlich das hier. Wir brauchen das hier. Ich würde behaupten, wir brauchen einen Motor oder eine Batterie. Eisenrohre. Okay. Dann kann ich das herstellen. Und was brauchen wir hier für Klebeband und Leder? Haben wir? Was fehlt? Geschmiedetes Eisen. Wie viel? 10. Haben wir doch, oder? Nein. Okay, 10 Mal. Das dauert jetzt eine Minute. Und was brauchen wir zum Zusammenflicken? Okay, dann habe ich alles. Licht brauchen wir nicht. Okay, das beides müssen wir noch herstellen. Also, wir brauchen die Batterie. Wir brauchen einen Motor. Wir brauchen das hier. Das war's. Der Rest kann wieder weg. Der Rest kann weg. Gut. Kann auch hier rein zum Einschmelzen. Sehr schön. Das kommt mal nach oben hier alles. Weil ich muss ja hier auch noch erstmal alles hergestellt finden. Okay, das ist schon wieder vergammelt. Super. Dünger und so. Kann wäsch. Alles klärchen. Kann ich hier Cobblestone ausschmelzen? Nee, ne? Nee. So. Damit wir uns ein Mini-Motorrad herstellen. Was fehlt denn jetzt? Ah, die Mechanik. Ich habe alles weggeräumt. Oh, ich bin doch so doof. Klebeband fehlt noch. Oh. Ich Oberdulli. Was fehlt noch? Elektrische und mechanische Teile. Cool.
so und so und so. Nur aber. Wir können auch schon mal hier rein. Das braucht noch eine Minute. Alles klärchen. So, hier unten haben wir noch unsere kleine, süße, schnuggelige Toilette. Ich habe Hunger. Dann gehe ich doch mal nach oben. Und stopf mich hier mal mit Essen voll. Oh, ich habe doch schon gut Hunger. Aber kann ich mir jetzt hier draußen nicht irgendwie gebackene Kartoffel essen? Oh, wie viel Hunger habe ich denn, ey? Es gibt auch alles nicht so viel, was ich hier habe, ne? Es gibt auch alles nicht ganz so viel. Okay. Dann gucke ich mal. Ja, komm, hau rein, scheiß drauf. Ihr Stück, immerhin ein bisschen was zu futtern. Immerhin ein bisschen was zu futtern. Der Motor, einen Motor brauche ich doch. Okay, wir brauchen Schraubenfedern. Oh. Ich sollte das vielleicht auch einfach mal alles irgendwie hier drinnen lassen. Mann, Mann, Mann. Ach so, nee, ich... Okay. So, ich habe falsch geguckt. Ich habe falsch Logi-Logi gemacht. So, er schmilzt hier ein, ne? Er schmilzt ein. Ja, hier, den meine ich, Blasebike habe ich mir gekauft. Teuer, aber egal. So, er braucht hier noch eine Minute. Und Benzin haben... Habe ich schon Benzin? Jupp. Können wir auch schon mal mitnehmen. Und sperren. Weil das dauert jetzt nicht mehr lange. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Tag wieder. Und es wird jetzt Nacht. Ich werde die Ordenfalle auf Cobblestone aufrüsten. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Am nächsten Morgen. Und ja, ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dann. Adios.